JFT, just fair and direct. So, einen wunderschönen guten Morgen jetzt hier zum Livestream DAX Longer Short, Freitag der 13. Und man muss ja zugegebenermaßen sagen, es ist ja kein positiver Tag, denn wir haben doch wirklich extrem starke Abgaben an den Weltbörsen. Wir haben teils die schärfsten Abgaben in einer Handelswoche, die es je gab, sei es in den US-Märkten, sei es an den asiatischen Märkten, sei es natürlich auch im DAX. Wir sind gestern in Richtung 10.000 erst gerutscht, beziehungsweise in der Woche Richtung 10.000, dann Richtung 9.000 gerutscht, sahen gestern dann wirklich eben einen der schlechtesten Tage, den wir je gesehen haben. Ich gebe zugegebenermaßen, muss ich zugeben, dass ich von solch nochmaliger Schwäche auch nicht ausgegangen bin. Bin ja gerade im Urlaub, also habe dann gestern nichts getan. Hatte zwar zwischenzeitlich mal überlegt zu verkaufen, aber habe es dann sein lassen. Aber die Märkte sind ja wirklich enorm unter Druck geraten. Wir werden uns mal ganz kurz den Risikohinweis anschauen an dieser Stelle. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortradet, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zu Trading oder aber auch zum Broker beantwortet bekommen. Switchen wir mal auf die Seite von handelsblatt.com und ich suche ja immer in solchen Situationen auch mal den einen oder anderen positiven Punkt heraus, der uns vielleicht etwas frohgemut stimmt. Und zwar sind oder meldet zumindest China, wie weit man das auch dann grundsätzlich werten sollte, dass eben die Infektionszahlen nur noch einstellig sind. Allerdings gleich im gleichen Atemzug, dass eben in Deutschland eine Rezession erwartet wird. Ich denke, das ist uns jetzt allen klar, dass hier durchaus jetzt der Coronavirus oder das Coronavirus eben durchaus zu auch anderen Problemen führen wird. Genau ist das Problem, was eben an den Märkten vorweggenommen wird, nachdem natürlich die Märkte auch sehr, sehr überhitzt waren. Und ich muss zugegebenermaßen sagen, wenn wir mal ganz kurz schon mal auf den Chart schauen, wo wir am Wochenende die letzte Trading-Wochenanalyse gemacht haben, bin ich wirklich nicht davon ausgegangen, dass solch Schwäche hier stattfindet. Führte allerdings nicht dazu, dass ich Geld verloren habe, aber dass ich eben sehr, sehr wenig getradet habe und zwischendurch auch mal die Abwärtsseite gehandelt habe. Montag, Dienstag, Mittwoch war ich ja grundsätzlich noch so mehr oder weniger im Büro. Wir hatten das ein oder andere Setup formuliert, aber ich bin wirklich froh, dass ich eben zum einen in den letzten Tagen und Wochen weniger gehandelt habe, dass ich ähnliche Situationen natürlich nicht in diesem Ausmaße, in dieser Schnelligkeit, dass ja auch die Besonderheit dieser Abwärtsbewegung zur Finanzkrise, wo wir sie dann 2007 zu 2009 hatten quasi, ich zeichne euch das mal ein, da hatten wir natürlich auch sehr, sehr starke Abgaben, wenn wir uns das nochmal anschauen, wir hatten uns ja da schon mal so einen Überblick am Wochenende verschafft, 8.100 Dezember 2007 hinab in den Bereich 3.600 März 2009. Da sieht man mal, wie lange das dauert und wir haben eine ähnliche Strecke, auch wenn wir prozentual in diesem Maße jetzt noch nicht abgearbeitet haben, aber schlussendlich ist die Strecke an sich in Punkten gesehen eine ähnliche, die wir jetzt hier auf der Abwärtsseite gesehen haben, nur dass das Ganze hier fast anderthalb Jahre gedauert hat und wir jetzt hier innerhalb von 3 Wochen und wir werden wahrscheinlich die schlechteste Börsenwoche, die der DAX je gesehen hat, jetzt in dieser Woche sehen, es sei denn, wir werden uns nochmal stark erholen. Ich meine, der Dow Jones ist erstmal von seinen Tiefs auch schon wieder mehr als 1000 Punkte nach oben unterwegs. Also eine leichte Erholung ist aktuell dort am Laufen. Aber wie lange die natürlich nun anhält, ist ein großes Fragezeichen. Wir hatten in den letzten, die letzten 2 Freitage waren zumindest im Verhältnis zu den anderen Tagen immer nicht die schlechtesten. Wir sahen dort einmal auch oder die Gedanken der FED, dass die Zinsen gegebenenfalls gesenkt werden. Das war der Freitag, bevor dann am Dienstag diese Interimszinssenkung stattfand. Auch die vergangene Handelswoche Freitag war verhältnismäßig positiv, weil Donald Trump verlauten ließ, dass er gegebenenfalls ein Steuerprogramm auf den Weg bringen wird, um eben die US-Amerikaner zu stützen. Das waren so die Freitagsthemen. Mal schauen, ob der heutige Freitag zumindest erstmal bremsend wirkt und nicht erneut solch starker Druck auf der Abwärtsseite aufkommt. Und dann werden wir uns das Ganze natürlich am Wochenende nochmal mit einer gesunden Portion Realismus anschauen. Natürlich auch schauen, wo sind die nächsten Widerstände und Unterstützungen. Beziehungsweise muss man natürlich so mittelfristig besagen, dass das jetzt eben auch teilweise gar keine Relevanz hat, da eben gerade diese kleineren Unterstützungen wirklich wie Butter durchschnitten werden. Aber dennoch, und ich hatte gerade auch auf Facebook da schon nochmal eine Kleinigkeit geschrieben,
Morgen. Dennoch muss ich an der Stelle sagen, das vertrete ich nach wie vor. Wir haben natürlich ein Problem, wir haben den Coronavirus, wir haben grundsätzlich natürlich jetzt auch eben das ein oder andere wirtschaftliche Problem, was uns dort ereilen wird, aber es wird ein Morgen geben. Und diejenigen, und das ist meine eigene Handelsweise, die ich keinem empfehle, das ist wirklich absolut keine Handelsempfehlung, aber ich werde anfangen in den kommenden Wochen, vielleicht auch schon kommende Handelswoche, mittel- bis langfristige Investmentsgedanken aufzubauen, gerade eben solche Geschichten für meine Tochter, die eben in den nächsten 20 Jahren sich dort vielleicht was aufbaut, wo wir dann Sparpläne aufbauen. Genau das sind die Zeiten. Ich habe jetzt da fast anderthalb Jahre gewartet, um das aufzubauen. Das wird dann eben jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen passieren, dass ich anfange, konservativere Strategien auf steigende Kurse auch wieder zu setzen, aber nicht mit dem Fokus, dass es jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Wochen steigt, sondern dass es eben natürlich mittel- bis langfristig steigt, denn wir können natürlich ohne Probleme aktuell hier 9200, gleich startet in 23 Minuten dann der DAX durch. Jetzt, ich werde das Video ja später erst online stellen, das ist ja kein Livestream, werden wir natürlich hier ja, eben auch etwas oder noch auf diesen tiefen Niveaus hier eröffnen, allerdings eben nicht nennenswert tiefer, als wir gestern geschlossen haben um 17.30 Uhr. Das ist erstmal auch eine der positiven Nachrichten. Gehen wir mal auf diesen Fear and Greed, die letzten Tage immer wieder betrachtet. Die Panik und Angst ist natürlich nach wie vor da. Wir sind jetzt mittlerweile hier bei 2, also wirklich extreme Panik hier gestern an den Märkten gewesen. Wir haben, wenn wir uns das jetzt hier mal im Moment, ich hatte das hier hinten noch vorbereitet. Nein, Moment, ich habe es jetzt nicht parat, aber wir hatten gestern natürlich hier massive Abgaben, ich glaube 2300 Punkte im Dow Jones nochmal auf der Abwärtsseite und wir sehen es jetzt hier, dass erstmal zumindest ein wenig alles anfängt, so ein wenig grün zu werden. Dow Jones 4% im Profit, DAX aktuell 3% im positiven Bereich hier, vorbörslich noch. Also wir sehen zumindest erstmal leichte, positive Stimmung. DAX ist jetzt fast bei 9500, wir haben hier gestern im Bereich 9200 geschlossen, also so ein bisschen nach oben kommt der Markt und was vielleicht auch den ein oder anderen Gedanken aufwirft, dass wir jetzt gegebenenfalls einen verhältnismäßig ruhigen Freitag bekommen können. Aber wie gesagt, in solch Zeiten brauchen wir ja gar nicht anfangen, das Ganze uns charttechnisch großartig auseinander zu pflücken, denn es ist immer wieder die Panik und die Panik, die dort aufkommt, da gelten keine Regeln. Da geht es dann einfach nach unten und wir sehen diese Extreme und man muss eben einfach nur schauen, dass man zum entweder auch Geld verdient natürlich mit solchen Situationen oder aber das viel Wichtigere ist, dass man versucht bestmöglich, und das ist ja auch grundsätzlich das Problem, bestmöglich seine Verluste zu begrenzen, bedeutet natürlich, dass der ein oder andere eben aus Aktien rausgeht, aus seinen, teilweise auch, was ich in meinen Augen vielleicht als falsch einnorde, dass man eben auch anfängt, eben Sparpläne, die man eben eh auf einen längeren Horizont aufgebaut hat, und genau das sind jetzt die Zeiten, wo solche Sparpläne eben auch günstig eingekauft werden können. Wenn ich da einen Sparplan habe, der eigentlich noch auf die nächsten 15, 20 Jahre ausgelegt ist, dann brauche ich nicht anfangen, diesen jetzt zu verkaufen. Sicherlich wird der ein oder andere oder hat der ein oder andere natürlich jetzt auch Angst, dass jetzt das komplette Finanzsystem kollabiert oder ähnliches. Das hatten wir eben auch in der Finanzkrise 2007, 2009, das hatten wir auch in anderen Krisen, dass natürlich diese Ängste aufkommen. Es ist nichts unmöglich. Ich persönlich würde mal vorsichtig davon ausgehen, dass das so nicht passiert, dass natürlich alles auch weiterläuft, dass wir uns in ein paar Wochen dann schon wieder freuen, dass die Kurse vielleicht auch schon wieder anfangen zu steigen oder zumindest, man freut sich ja aktuell, dass es dann auch sogar schon wieder so ein bisschen sich nach unten bremst. Von daher möchte ich jetzt hier das Ganze auch kurz halten zum Freitag und euch erstmal noch einen schönen Handelstag wünschen. Wir hören uns am Wochenende mit der Trading-Wochenanalyse und natürlich dann ab Montag auch wieder live auf dem YouTube-Kanal und natürlich auch in den Live-Trading-Räumen. Und dann werden wir schauen, dass wir uns dort eben auch diverser Ideen widmen und natürlich dann eben auch wieder live traden und eben schauen, dass dann vielleicht auch die Volatilität so ein bisschen wieder rauskommt, der extreme Druck auf der Abwärtsseite so ein bisschen weniger ist und wir dann eben vernünftig hier agieren können. In diesem Sinne, euch gut Trades und Mega Trading heute am Freitag, den 13. Und ja, bis zum Wochenende oder kommende Handelswoche. Euer Markus. Bye, bye und ciao.